Hallo, mein Name ist Cornelia Köster und ich möchte dir drei Haltungen zeigen, die für den Morgen sind, um so richtig in den Tag zu starten. Ich komme nach oben in den Stand, komme auch in den Stand und stelle dich erstmal bewusst auf deine Füße. Die Füße parallel, Hüftgelenk breit, ein Fuß passt dazwischen. Komm auf die Außenkanten der Füße, heb die Zehen, leg die Großzehballen ab und alle 10 Zehen. Nimm die Oberschenkel einen Hauch nach hinten und richte das Becken auf. Seiten ganz lang, lass die Schultern sinken. Dreh die Handflächen nach außen, einatmen, heb die Arme, lass das Becken aufrecht. Ausatmen und sinken lassen. Mach das einige Male, um so richtig den Atem einzuladen. Und ausatmen, sinken lassen. Ein. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, Arme heben, falte die Hände, Zeigefinger strecken, Daumen überkreuzen, streck die Arme, lass die Schultern sinken. Ein, dehn zur rechten Seite. Und ausatmen zur Mitte zurück. Ein zur anderen Seite und aus zur Mitte zurück. Ein, streckt die Arme nach oben. Aus, eine sanfte Drehung nach rechts, lass die Arme sinken. Und einatmen wieder nach oben und ausatmen nach links. Einatmen nach oben. Aus, lass die Arme sinken, bring die Hände zum unteren Rücken, lehn dich sanft zurück. Und dann komm ausatmen nach unten in die Vorbeuge. Falte die Hände hinterm Rücken, beug die Ellbogen, zieh die Schultern zurück, streck die Arme. Und lass die Arme zum Becken sinken, setz dich, nimm die Arme neben die Ohren und komm langsam nach oben in den Stand, Hände zum Herzen. Wir haben jetzt die Wirbelsäule in all ihre möglichen Richtungen bewegt und das macht sich am Morgen besonders gut. Dann komm nach vorne zur Matte oder brauchst auch gar nicht unbedingt eine Matte. Einfach ein, geht auch auf dem Teppich oder Boden. Dreh die Handflächen nach außen, einatmen, Arme heben. Ausatmen, Beine beugen, Vorbeuge. Setz die Hände schulterbreit, geh mit dem rechten, linken Bein zurück und schieb den Po weit nach oben in den nach unten schauenden Hund. Beug die Knie. Schieb den Po noch weiter nach oben und eventuell lass die Beine gebeugt. Oder, wenn du die Länge im Rücken behalten kannst, streck die Beine. Schieb dich weit nach oben, atme tief. Dann komme langsam nach vorne gelaufen zu den Händen. Und nochmal setz dich wie auf einen Stuhl, nimm die Arme zur Seite und komm langsam nach oben. Lass ausatmend die Arme sinken. So, dann verwurzle gut den rechten Fuß, heb die linke Ferse, hebe das Knie, nimm es zur Seite, setz den Fuß innen an den Oberschenkel. Drücke Oberschenkel, Fuß, die Hände zum Herzen. Komm langsam wieder zurück. Linken Fuß gut verwurzeln, rechts Ferse heben, das Knie heben, Fuß innen an den Oberschenkel. Beides drückt, Hände zum Herzen. Lass das Bein sinken, spüre in den Stand. Und manchmal sind drei Haltungen, verändern schon den Atem, die Haltung, die ganze Einstellung. Und sogar kann dein Tag ganz anders beginnen. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.